Ich werde immer wieder gefragt, wie ich meine Health Bars, auf Deutsch Knutzen, verteile und deshalb erkläre ich euch mal kurz mein Knutzen-Konzept. Wenn ich in einem Team spiele, zumindest in einem Premade-Team, dann nehme ich nur kleine Knutzen. Der äußerst linke ist ja immer groß. In einem Team gehe ich nämlich davon aus, dass sich alle immer bemühen, sich gegenseitig wiederzubeleben und gegebenenfalls zu löschen. Also ist jeder Knutzen ein Leben und damit eine Chance für das Team zu gewinnen. Wenn ich Solo spiele, ist entscheidend, ob ich Necromancer habe und mich selbst wiederbeleben kann. Wenn nicht, nehme ich nur große Knutzen, denn ich habe ja eh nur dieses eine Leben. Und mit großen Knutzen müsst ihr euch weniger heilen, verbraucht also weniger Medikits und Consumables, was als Solo super ist. Die Spinne etwa kneift euch mit einer Attacke einen kleinen Knutzen weg, der große füllt sich von alleine wieder auf. Und mit großen Knutzen kann euch die kleine 75er Spritze wieder voll heilen und die ist viel billiger als eine große. Also, Solo ohne Necromancer, alle Knutzen groß. Wenn ich aber Necromancer habe, sieht es anders aus, denn sobald ihr da einmal sterbt, wird's schwitzig. Denn als reiner Großknutzer steht ihr ja mit nur 100 Health wieder auf und seid für den Rest der Runde ein Stück weit berufsunfähig. Das macht nämlich mental was mit einem, wenn man weiß, dass man jederzeit wieder umfallen kann. Wenn ihr rechts allerdings den kleinen Knutzen habt, steht ihr mit 125 HP wieder auf und könnt euch immer noch ganz gut in Gefechte trauen. Ihr solltet halt Long-Ammo-Treffer vermeiden. Und wenn ihr nochmal sterbt, habt ihr immer noch 100 HP übrig. Belastend, aber machbar. Warum also nicht gleich alle klein, wie in einem Team? Da liegst du gut. Weil die Leute euch als Solo mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzünden werden. Und wahrscheinlich auch neben eurer Leiche warten. Solltet ihr also nach einer Weile wieder erwarten, doch noch aufstehen können, sind die zwischenzeitlich verbrannten kleinen Knutzen dann halt weg. Aber wenn Gegner warten, warten sie in der Regel auch so lange, dass ein großer Knutzen an der zweiten Stelle auch verkokelt wäre und dann bleiben euch nach dem Revive nur noch maximal 75 HP. Und dann seid ihr wirklich berufsunfähig. Deshalb nehme ich an zweiter Stelle einen kleinen Knutzen, den ich bereit bin zu opfern, und dann einen großen. So kann ich bis 51 HP warten mit dem Revive und wenn mich dann keiner abcampt, komme ich wieder auf 100 HP hoch. Und dann womöglich noch davon. Ihr seht, Berufsunfähigkeit in Hand Showdown zu vermeiden ist nicht ganz trivial. Und wisst ihr, wo das noch so ist? Im wahren Leben. Und deshalb habe ich auch gleich zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen. Eine reguläre und eine im Rahmen meiner privaten Altersvorsorge beim Presseversorgungswerk. Dem bin ich damals beigetreten zu GameStar-Zeiten und bin drin geblieben, weil die Konditionen sehr gut sind. Und Berufsunfähigkeit ist halt sehr schlecht und betrifft nicht nur alte Säcke wie mich, sondern auch junge Hüpfer wie euch. Denn auch junge Leute verletzen sich mal beim Sport oder so mit Folgeschäden oder kriegen Krankheiten. Ne? Long Covid dürft ihr nicht vergessen. Und auch in dieser jungen, hippen Creator-Szene, in der ich mich hier bewege, gibt es ja immer wieder Fälle, da hört man von Depressionen und von Burnout und dann verschwinden diese Leute von der Bildfläche. Und ich frage mich dann immer, wovon leben die denn dann noch? Ich hatte Schulden, Leute, und ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Okay, es gibt halt auch Leute, die wissen nicht, dass man Steuern zahlen muss. Das ist eine andere Art der Unfähigkeit. Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich auf jeden Fall zwei. Und wenn ich zwei habe, bedeutet das, dass einer von euch keine hat? Ich glaube, so funktioniert Statistik. Und so funktioniert Clark. Clark ist eine App, die für euch die perfekte Berufsunfähigkeitsversicherung findet oder die Versicherung, die ihr schon habt, daraufhin überprüft, ob die noch zeitgemäß sind im Vergleich mit der Konkurrenz. Wenn ihr gar nicht wisst, was für Versicherungen ihr so gebrauchen könnt oder eben auch gerade nicht gebrauchen könnt, auch da hilft euch Clark weiter. Und das alles eben digital. Wer also wie ich nicht so gut darin ist, diesen ganzen Papierkram in Ordnung zu behalten, den ist vielleicht Clark genau das Richtige. Clark kostet euch auch nichts. Die verdienen ihr Geld mit Provisionen, wenn ihr denn dann mal über die App eine Versicherung abschließen solltet. Also wie ein klassischer Versicherungsmakler eben auch. Apropos, solltet ihr einen solchen klassischen Versicherungsmakler oder eine Maklerin haben, wird er oder sie dann eben durch Clark abgelöst. Das müsst ihr wissen und ihm oder ihr gegebenenfalls vorher Bescheid sagen, damit es da keine gebrochenen Herzen gibt. Wenn ihr euch jetzt als Deutsche oder Österreicher bei der Clark-App anmeldet, und zwar mit dem Code SIGISMUND64YT, dann kriegt ihr für die ersten drei Versicherungen, die ihr also schon habt und da registriert, also sprich da hochladet, jeweils 15 Euro Einkaufsgutschein bei den vielen verschiedenen Kooperationspartnern von Clark. Zum Beispiel für Amazon, für Mediamarkt, für Xbox und viele weitere. Das heißt,
insgesamt bis zu 45 Euro Einkaufsgutschein. Ihr müsst also keine Versicherung abschließen, sondern euch nur registrieren und eure schon bestehenden hochladen. Aber vielleicht findet ihr ja über die App dann doch noch eine, die ihr gebrauchen könntet. So, nun aber zurück ins Bayou. Ich bin solo, ohne Nekro, hab also nur große Knutzen dabei. Und einen Bogen. Mit dem kann man ja vortrefflich Meatheads für Trades farmen. Und was droppt der hier? Necromancer. Tja, nun, die Knutzenverteilung passt jetzt nicht mehr, aber hey, solange ich nicht sterbe, ist ja alles cool. Ja, da hinten ist auf jeden Fall was. Naja. Gönne ich mir doch mal sowas. Oh, ne. Chaos Bomb ist bei dem Loadout gar nicht so doof. Weil ich ja so schön leise unterwegs bin. Naja, da springt einer auf der Veranda rum. Ja, mich von hier an anzunähern ist halt schwer. Die sind da drin. Die Frage ist nur, ist der Boss da auch? Ne. Aber ist nicht so weit weg. Aber die scheinen da gerade erst jemanden angezündet zu haben. Deshalb lauern die wahrscheinlich noch, ob derjenige da wieder aufsteht oder gelöscht wird oder was. Auch nicht so ohne weiteres rüber. Senden die Brücke nehmen. Jetzt hoffe ich mal, dass das der aktuelle Fight ist. Okay. Da ist irgendwas hängen geblieben. Die lasse ich mal an. Also ich schätze mal, dann ist eben jetzt ein Team in Baden auf der Strecke geblieben. Vielleicht auch nur ein Solo. So ein bisschen Ausdauer fürs Reinmoschen hätte ich ja schon noch. Du wärst bei mir eingeschlagen. Ja, da kommt jetzt jemand zu mir. Oh, da war richtig nah zu mir. Ersten lasse ich vorbeigehen. Oh. So, jetzt dann aber. Sieht bestimmt interessant aus. Ich da mit dem Pfeil im Korb. Steckt ja doch ein Pfeil in den Zaun. Er scheint sich gerade nicht so brennend für den zu interessieren. Da hinten läuft jemand. Na, er hat sich auch gerade hingehockt und auf mich gezielt. Ja, die können mich halt durch den
Zaun sehen, blöderweise. Und ich kann ja nicht zurückschießen. Na gut, ich sitze zumindest halbwegs vorm Ausgang. Na gut, das jetzt verlässlich zu treffen, das wird nix. Ah, verlässlich ausweichen, das wird was. Sowas gleich. Okay. Hä, wann ist die denn jetzt gestorben? Das ist mir ein Stück weit egal. Jetzt habe ich ja gar nicht so geknutzt für Necromancer. Ich probiere das mal. So, jetzt ist hier, glaube ich, gerade mal Frieden. So ein bisschen. Tja, schwierig. Ab jetzt schwierig. Ja, fall zurück. Vielleicht noch spaßeshalber eine Falle hin tun. Jetzt muss ich das mal kurz ein bisschen ausweichen. Ja, deshalb knutze ich halt immer. Zwei große Knutzen, zwei kleine Knutzen. Also wenn ich nochmal auf die Beine komme. Dass ich dann noch 125 habe. Das war jetzt so nicht geplant. Denn 100 Health macht mich jetzt schon arg nervös. Aber hier sitze ich ja eigentlich ganz gut. Kann ich da nochmal Munition holen? Ja, auch. Sollte ich vielleicht. Weil ich natürlich eigentlich auch dranbleiben sollte. Während die da so schön fighten. Ja, konnte ich nicht wissen, dass ich Necromancer finde. Funktioniert die Ausdauerspritze, der Regen-Shot noch nicht mal so geil. Da bin ich an allem. Ja, kann ich hier die Tür nicht aufmachen, ohne dass sie das hören. Ich
klettert einer auf den Turm hoch. Ja, bleib mal hier auf der Seite. Ui. Oh, da hinten außen. Warte. Texturfehler. Das ist eine Toolbox, aber ich bin zu nah dran. Ist wer? Okay, jetzt ist meine Position wieder gar nicht so doof. Wenn das die Falle gehört haben, dann schon. Immer noch jemand auf Holz, aber also nicht auf dem Dach. Doch auf dem Dach. Nee, unten von unten. Oh, hat sie überlebt? Shit. Er ist vergiftet. Nee, das ist eine andere Falle. Interessant. Oh, jetzt tut dir aber langsam alles weh. Oh, was? Warum nicht? Jetzt kommt hier aber jemand übers Dach. Kam ganz gut. Ah, das kam ganz schlecht. Ja, der Waldmann. Na ja, gut, aber jetzt hat es hier nochmal eine Half. Okay. Reicht mir ehrlich gesagt. Ich geh mal lieber. Beschützt mich. Zaun beschützt mich. Eieiei. Oh nein, letztes Leben. 50-11. Rennzell. Ja, Rennen, Siegeswund. Uiuiui. Der hat immer noch einen Winkel. Ein Glück hat der daneben geschossen. Ich wusste nicht, dass der noch einen Winkel haben kann. Alle haben einen Winkel. Oh Gott, ist das ganze Trio. Ach, jetzt die Ausdauerspritze. Da wäre was. Na komm, jetzt bin ich aber noch weit genug weg. Mann. Lifebomb-Kill allein ist schon ein Win. Wenn der eine auch noch hinten an dem Hive fast gestorben ist, wäre es auch sehr lustig. Puh, jetzt aber hier über die Brücke ist sehr scheiße.
lässt sich nicht verhindern. Komme ich sogar noch beim Magen vorbei. Okay. Das ist erstmal besser. Ach, da liegt hier noch was. Resilience, ja. Gut, nehmen wir es auch noch mit. Ich traue mich jetzt wirklich gar nicht mehr über freie Fläche zu laufen. Da einer gewechselt eigentlich da hinten? Ja, oder? Vor dem muss ich auch richtig aufpassen jetzt. So sieht es aus, wenn ich richtig aufpasse. Na, wenigstens noch ein bisschen Munition. Okay. Die bewegt sich nicht mehr. Die Bounty, das Bounty. Ich glaube, ich bin davon gekommen. Und das bin ich dann auch. Mit meiner regulären Knutzung, also groß, groß, klein, klein, wäre der Weg zum Ausgang wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen. Da hätte ich jetzt noch 100 Health gehabt. Aber ach, Necromancer ist halt auch keine Lebensversicherung. Oft genug wird man ja angezündet. Und dann hätte man sich die 4 Punkte für Necromancer und vielleicht sogar noch 3 für Resilience auch gerade sparen können. Egal wie ihr knutzt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr lasst einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Nehmt euch vielleicht sogar ein Abo mit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.